Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute geht es wieder um BHs. Und zwar geht es konkret darum, wie sie euch möglichst lange glücklich machen, wie ihr sie besonders gut pflegt, so dass sie lange halten, lange gut aussehen und ihr einfach lange eine Freude daran habt. Wenn ihr mir schon länger folgt und mir schon meinen Kanal schon abonniert habt, dann vielen, vielen Dank. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, freue ich mich, wenn ihr das jetzt tut und unten einfach auf Abonnieren klickt. Vergesst nicht wieder, wie immer, ein Like da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat und wir starten! Zuallererst mal möchte ich eure Fragen beantworten und zwar habt ihr mich gefragt, wie lange ihr einen BH tragen könnt, bevor ihr ihn wascht. Also grundsätzlich gilt, je seltener ihr einen BH wascht, desto besser für den BH und desto länger hält er. Allerdings hängt das einfach davon ab, was für ein BH das ist, wie viel ihr schwitzt zum Beispiel, was ihr damit macht. Oft reicht es, den BH einfach ein bisschen auszuhängen, aber man sagt im Normalfall so nach ca. 3-4 Mal tragen, sollte man ihn waschen, weil das einfach am hygienischsten ist. Wie wascht ihr ihn? Also da gilt wie für jedes andere Kleidungsstück auch, trennt das nach Farben, schaut, dass ihr gleiche Farben miteinander wascht. Dann ist er einfach länger schön, er bekommt nicht so schnell einen Grauschleier. Ich verwende ganz gerne so einen Wäschesack, da gibt es unterschiedlichste, wo ihr den BH einfach hineingeben könnt. So. Und dann macht ihr den zu, falls es geht und ihr nicht so unfähig seid wie ich. So, jetzt aber. Dann macht ihr den einfach zu. Ab in die Waschmaschine damit und der BH ist einfach während der Wäsche auch geschützt. Also ist besonders gut, wenn ihr BHs habt, wo zum Beispiel so Pailletten drauf sind, dann hält das länger. Oder auch für Spitzen-BHs zum Beispiel. Das schont einfach das Material und der BH hält dadurch um einiges länger. Worauf ihr noch achten solltet, bevor ihr den BH in einen Wäschesack steckt oder in die Waschmaschine steckt, ist, dass ihr hinten die Häkchen zumacht. Also das hier. Sollte wirklich zu sein und dann auch gut halten, damit sich die Häkchen gerade bei Spitze zum Beispiel nicht irgendwo drin verheddern und das kann dann reißen und den Stoff einfach kaputt machen. Und so ein Wäschesack schützt nicht nur Pailletten, Perlen, Spitze etc., sondern auch Bügel. Also wenn ihr Bügel-BHs verwendet, macht es auch wirklich Sinn, die da drin zu waschen. Meine BHs, die ich so im Alltag trage, sind eigentlich ohne Spitze und ohne Bügel und ich wasche sie trotzdem da drin, weil ich einfach das Gefühl habe, dass sie ein bisschen besser in Form bleiben, trotz allem, sich nicht irgendwie in irgendwelchen anderen Kleidungsstücken verheddern. Ja, soweit meine persönliche Erfahrung. Worauf solltet ihr noch achten beim Waschen? Verwendet ein Feinwaschmittel und einen schonenden Waschgang. Am allerbesten ist es theoretisch, wenn ihr die BHs überhaupt mit der Hand wascht. Bei mir ist es einfach Faulheit und aus praktischen Gründen wasche ich den meistens trotzdem in der Waschmaschine. Ich schaue, dass ich ihn nicht zu viel schleudere, nicht zu heiß wasche, also nicht heißer als 40 Grad. Schaut euch an, aus was für einem Material euer BH ist. Und schaut euch auch an, was drinnen steht, wie ihr den waschen könnt und dürft. Ein ganz wichtiger Punkt noch ist, verwendet keinen Weichspüler. Also in den meisten BHs ist ein gewisser Prozentsatz an Elastan drinnen, ganz egal, ob das ein Seiden-BH ist, ein Baumwoll-BH ist, ein Mikrofaser-BH, ganz egal, es ist immer etwas Elastan drinnen, einfach damit der BH besser sitzt und bequemer ist und ein bisschen beweglicher ist auch. Und diese Weichspüler können Elastan angreifen und die Beschaffenheit ruinieren und der BH kann dann ausleiern und einfach kaputt werden. Also kein Weichspüler. Ich werde dann auch immer wieder gefragt, ob Unterwäsche bei so 30, 40 Grad überhaupt sauber wird. Ja, wird sie. Also Experten sagen, dass sich in Unterwäsche im Normalfall sowieso nur ungefährliche Keime sammeln, die bei 30, 40 Grad auf jeden Fall abgetötet werden und aus der Wäsche rausgehen. Und das ist
vollkommen ausreichend. Manchmal kann es passieren, dass gerade so bei Sport-BHs zum Beispiel, die dann einfach so einen nicht so guten Duft entwickeln. Da könnt ihr entweder ein Hygienewaschmittel verwenden oder was ich ganz gern mache, ist, dass ich einfach 2-3 Tropfen Teebaumöl zum Waschmittel dazu gebe. Das reinigt nochmal extra und macht das gut sauber und hat einen tollen Duft. Ihr müsst nur aufpassen, nicht zu viel davon verwenden, weil es können theoretisch Flecken entstehen. Ist mir persönlich noch nie passiert, aber kann vorkommen. Ein Sonderfall, was das Waschen angeht, sind Klebe-BHs. Also die meisten dieser Klebe-BHs können wirklich nur mit der Hand gewaschen werden und die müsst ihr dann danach auch abtrocknen. Beziehungsweise auch liegend trocknen. Das steht aber im Normalfall immer drauf. Das ist von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Aber in der Maschine kann man sie nie waschen. Was habt ihr mich sonst noch gefragt? Lasst mich mal kurz schauen. Richtig, was kann ich tun, wenn meine weißen BHs grau geworden sind? Also manche BHs bekommen so einen Grauschleier. Ich arbeite da ganz gerne mit Backmittel. Also natürlich könnt ihr sie auch klassisch einfach bleichen. Aber ich finde, das ist immer wahnsinnig viel Chemie, die eigentlich nicht notwendig ist. Am besten nehmt ihr einfach den BH und weicht den für ein paar Stunden in Backpulver ein. Und dann wascht ihr ihn ganz normal und trocknet ihn richtig. Und dann ist er wieder fast wie neu. Wie trocknet ihr BHs richtig nach dem Waschen? Am allerwichtigsten ist es, bitte, bitte, bitte nicht in den Trockner geben. Das macht die Stoffe kaputt und ihr könnt den BH danach quasi wegschmeißen. Also am allerbesten ist es, wenn ihr die BHs einfach am Kleiderständer aufhängt. Achtet darauf, dass die Körbchen nicht irgendwie eingedrückt sind oder so und auch, dass da der Steg nicht irgendwie verdreht ist. Dann hält so ein BH ganz, ganz lange. Wenn ihr Push-Up-BHs tragt, die viel gefüttert sind und recht schwer sind manchmal, dann schaut, dass ihr die liegend trocknet. Da hält sich dann einfach die Form besser und das tut dem BH ganz gut. Und es ist aber trotzdem ganz gut, wenn ihr die einfach zum Beispiel am Wäscheständer irgendwie drauflegt oder so, sodass von allen Seiten Luft dazu kommt, damit sie dann auch nicht irgendwie stinken und sie trocknen einfach auch viel schneller so. Dann habe ich noch eine ganz, ganz spannende Frage von euch bekommen. Und zwar, es klingt vielleicht etwas komisch, ist aber äußerst lästig. Mein BH quietscht nach dem Waschen. Ich habe meinen Bügel-BH, wie alle anderen auch, gewaschen und jetzt quietscht er. Weißt du, woran das liegt und was ich machen kann? Also meistens wurde er dann zu warm gewaschen und die Bügelbänder, also die Bänder, in denen die Bügel befestigt sind, sind eingegangen und dadurch passt der Bügel nicht mehr richtig und ist zu klein und dieses Quietschen entsteht. Wenn euch das passiert, könnt ihr leider gar nichts machen und dann könnt ihr einfach nur den BH entsorgen und einen anderen tragen. Dann wolltet ihr natürlich noch wissen, wie ihr einen BH richtig lagert und da gilt Ähnliches wie beim Trocknen. Am besten ist, ihr legt ihn hin oder ihr könnt ihn auch aufhängen. Ich habe immer wieder Klientinnen, die zum Beispiel ein kleines Häkchen aufhängen oder einfach Kleider bügeln. Ich persönlich habe mir einfach so eine Schachtel besorgt, wo ich die BHs drinnen auflege. Und ich achte da auch wirklich immer drauf, dass die Körbchen nicht irgendwie eingedrückt sind und dass hinten auch der Steg schön liegt, damit sie wirklich lange halten und sich dann nichts irgendwie verlegt, ausleiert etc. Wann wisst ihr, dass ein BH ausgedient hat? Also das ist einfach, wenn es unten zu weit ist oder ganz verzogen ist, auch wenn die Körbchen verzogen sind. Wenn der BH immer wieder raufrutscht zum Beispiel, dann habt ihr entweder die falsche Größe gekauft oder er ist einfach mit der Zeit schon so ausgeleiert. Also das ist auch was ich meinen Kundinnen ganz, ganz oft sage und was für viele oft ganz spannend ist. Wenn ihr einen BH kauft, sage ich das nochmal, dann sollte er wirklich hier am äußersten passen, damit ihr nach mehrmaligem Tragen und vielem Waschen immer ein Stückchen weiter enger werden könnt. Und er sich jedes Mal wieder anfühlt wie neu und einfach guten Halt gibt.
Und wenn ihr dann schon am engsten seid und das Gefühl habt, er sitzt nicht gut, er rutscht hoch, dann wisst ihr, dass es eigentlich Zeit für einen neuen BH ist. Ähnliches gilt für die Träger und auch für die Körbchen. Also auch Körbchen können einfach weiter werden und sich ausdehnen und machen manchmal dann so Dellen. Da wisst ihr dann, der gehört weg. Vor allem, wenn er davor gut gepasst hat. Hat er nie gepasst, war es einfach nicht der Richtige. Also, wenn ihr den richtigen BH gefunden habt, dann achtet darauf, wie ihr ihn wascht. Verwendet ein Wäschenetz. Wascht ihn nicht zu heiß. Achtet auf das richtige Waschmittel. Verwendet keinen Weichspüler, keinen Trockner. Und trocknet und lagert ihn richtig. Dann habt ihr ganz, ganz lange Freude daran. Ich hoffe, ich habe all eure Fragen beantwortet, habe nichts übersehen. Falls noch was offen ist, schreibt gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch Videowünsche habt, bitte auch gerne in die Kommentare oder natürlich wie immer auf Instagram. Lasst einen Daumen hoch da, klickt auf Abonnieren, klickt auf die Glocke und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. 1000 Küsse, bis bald!